So, und hier ist der Staats- und Domchor aus Berlin. Willkommen erstmal. Staats- und Domchor, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist der Chor hier in Berlin, der mit den Philharmonikern zusammengespielt hat, mit allen großen Dirigenten wird dann immer dieser Chor, der insgesamt aus 300 Sängern besteht, hier sind jetzt 24, eingeladen. Und neben mir ist der Dirigent Kai-Uwe Jirka. Willkommen, Herr Jirka. Willkommen auch, einen schönen guten Morgen. Herr Jirka, warum singen wir überhaupt zu Weihnachten? Warum singt man da? Ich glaube, eigentlich singt man sein ganzes Leben lang. Das beginnt ja eigentlich im Mutterleib, wenn man das Herz, den Herzschlag hört. Da beginnt so der rhythmische Impuls. Und dann, wenn man auf der Welt ist, der erste Schrei ist ja eigentlich auch schon eine musikalische Äußerung. Und eigentlich singt man sein Leben lang. Bei uns ist es nur so, dass es etwas verkümmert und vergessen ist. Und an Weihnachten erinnert man sich eigentlich an die Zeit, wo man zusammen gesungen hat. Die Kirchen sind voll, die Orgeln brausen. Deswegen singt man zu Weihnachten besonders gerne. Wir singen auch zu Weihnachten besonders viel. Aber eigentlich kann man das ganze Jahr singen und wir tun das auch. Das heißt, Weihnachten ist für Sie als Chorleiter eigentlich die Stresszeit und keine besinnliche Zeit, weil Sie werden vermutlich viel gebucht und sind jetzt beruflich richtig aktiv. Ja, ich würde es mal nicht als Stresszeit bezeichnen, das klingt immer so negativ. Wir bereiten uns sehr lange auf die Zeit vor und dann ist es so, dass im Dezember keine normalen Proben mehr stattfinden, sondern eigentlich nur noch Auftritte und Konzerte. Und wenn man das zeigen kann, was man geübt hat, das ist eigentlich eine tolle Sache. Staats- und Domchor, vielleicht können Sie es uns auch noch mal kurz beschreiben, was das bedeutet. Wer darf dort überhaupt mitsingen? Es gibt zwei Kriterien. Erstens, die Stimme muss in Ordnung sein. Und das zweite Kriterium, man muss männlich sein. Das ist eine der großen Knabenchortraditionen, die wir in Europa haben. Unsere Geschichte beginnt schon ganz früh, 1465. In der Zeit durften die Frauen zwar in die Kirche gehen, aber nicht singen. Und aus dieser Zeit kommt diese besondere Art, für Knabenchöre zu komponieren. Und genauso wie die Winsbacher oder die Regensburger Domspatzen wird in Berlin auch diese Knabenchortradition gepflegt. Wir beginnen mit Kindern im Alter von 5 Jahren, die in unseren Nachwuchsgruppen ausgebildet werden in der Universität. Und heute haben wir hier einen Ausschnitt aus dem Konzertchor. Das sind welche, die schon seit 3, 4, 5 Jahren bei den Männern sogar schon länger noch dabei sind. Das heißt, die Altersklasse ist hier von 11 bis? Ja, nach oben offen. Freddy, unser Alttenor, der ist inzwischen 84. Der wollte sich heute Morgen ein bisschen ausruhen und noch Geschenke kaufen. Aber ansonsten gibt es keine Begrenzung. Wir sind kein Internatschor, deswegen. Dann fange ich mal in der unteren Mitte an und frage mal hier zwei Chorleute. Du bist? Konstantin. Konstantin. Und wie alt bist du, Konstantin? 12. 12. Singen in einem Knabenchor. Was sagen deine Freunde dazu, wenn du sagst, das ist mein Hobby? Ja, die finden es meistens okay. Es gibt manchmal halt Probleme, dass man, wenn man Konzerte hat, manchmal auch Treffen absagen muss. Und da kommen dann manchmal negative Aspekte, aber sonst eigentlich vollkommen okay. Clemens, du singst auch hier in dem Knabenchor. Was ist das für ein Gefühl, zu singen? Hat das wirklich so was Befreiendes? Merkt ihr das auch schon? Das sagen ja immer Leute, die im Chor singen, dass das so, ja, frei macht. Ja, es ist was ganz Besonderes, mit Leuten zusammen zu singen. Man hat ein ganz besonderes Gefühl miteinander und deswegen ist es, glaube ich, man kann schon sagen, was Befreiendes doch. Freuen wir uns jetzt sehr, dass wir das hören. Wir wünschen Ihnen an der Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest, ein besinnliches, gesegnetes Weihnachtsfest. Zünden Sie schon mal die Kerzen an, das wird jetzt richtig feierlich und schön. Wir hören ein Medley, englische oder amerikanische Chormusik. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und am 27.12. am Freitag sehen wir uns dann nochmal. Sind wir hier wieder. Also, frohes Fest. Tschüss.